damit ganz recht herzlich willkommen zum Nahverkehrsupdate im Mai. Heute unter anderem mit Themen aus den Städten Duisburg, Mannheim und Toulouse-Besançon. In Duisburg hat am 13. April 2023 der Fahrgasteinsatz der neuen NF4-Fahrzeuge von Bombardier bzw. Alstom gestartet. Aktuell stehen zwei Fahrzeuge für den Fahrgasteinsatz zur Verfügung. Allerdings wurde bei Triebwagen 2004 am 25. April der Bügel abgerissen, sodass dieses Fahrzeug vorübergehend aus dem Verkehr gezogen wurde. Die neuen Fahrzeuge sind insgesamt 33,3 Meter lang und bestehen aus drei Wagenteilen. Insgesamt hat die DVG 49 Fahrzeuge von diesem Typ bestellt. Auch in Mannheim haben neue Straßenbahnfahrzeuge den Linienverkehr aufgenommen. Die sogenannte Rhein-Neckar-Tram 2020 verkehrt seit dem 14. April auf dem Mannheimer Straßenbahnnetz. Dabei werden die neuen Bahnen auf den extra für die Buga eingerichteten Sonderlinien BS und BL aktuell eingesetzt. Sie wird in drei verschiedenen Varianten ausgeliefert, in der 30-Meter-Variante, welche aktuell ausgeliefert wird. Es gibt aber auch eine 40- und 60-Meter-Variante dieses Fahrzeugtyps. Gebaut werden sie vom tschechischen Hersteller Skoda Transportation. Insgesamt 80 Fahrzeuge haben die RNV bei Skoda von diesem Fahrzeugtyp bestellt. In Leipzig wurde mit dem Bau der neuen Straßenbahnfahrzeuge für die Würzburger Straßenbahn begonnen. Insgesamt 18 Fahrzeuge wurden bei Heiterblick für die Würzburger Straßenbahn bestellt. Der Zeitplan für den Bau und für die Lieferung der neuen Fahrzeuge hat sich allerdings aufgrund des Ukraine-Krieges etwas verzögert. Voraussichtlich Anfang 2024 kann dann das erste Fahrzeug nach Würzburg geliefert werden. Insgesamt 81 Millionen Euro haben alle 18 neuen Fahrzeuge gekostet. In drei Tagen, nämlich am 1. Mai, ist es endlich soweit und das sogenannte Deutschland-Ticket erhält in der gesamten Bundesrepublik seine Gültigkeit. Die auch 49-Euro-Ticket genannte Fahrkarte ist im gesamten Land im ÖPNV gültig. Das heißt also im Regionalverkehr, ausgenommen von einigen Regionalzügen, die von DB Fernverkehr betrieben werden, somit auch in allen S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und städtischen Bussen. Darüber hinaus natürlich auch in allen Regionalbussen. Ausgenommen sind natürlich Fernverkehrsbusse und Fernverkehrszüge. Das Ticket ist nur im Abo erhältlich, dafür allerdings monatlich kündbar für einen Preis von aktuell 49 Euro. Ursprünglich sollte der Nachfolger des 9-Euro-Tickets bereits seit Anfang des Jahres verfügbar sein. Allerdings haben Abstimmungs- und Gesetzgebungsprozesse zwischen Bund und Ländern die ganze Sache verzögert. Mit dem Start des 49-Euro-Tickets ist auch mit deutlich volleren Zügen im Regionalverkehr wieder zu rechnen. Bereits in den ersten drei Tagen nach dem Verkaufsstart waren schon über 250 Deutschland-Tickets verkauft. In Rostock soll eine neue Straßenbahnstrecke gebaut werden, dies plant zumindest die RSAG. Die Strecke soll 4 Kilometer lang werden und Reutershagen mit dem Zoo verbinden. Mit der Inbetriebnahme der neuen Strecke würde dann das kurze Streckenstück zum neuen Friedhof stillgelegt werden. Für den Bau der Strecke müssten allerdings einige Kleingärten weichen, weshalb es Kritik gibt. Um die Planungen fortführen zu können, muss die Zustimmung der Bürgerschaft im Juni noch erfolgen. Ein Bau könnte dann 2027 starten, wenn alles gut läuft.
Kommen wir nun zum Auslandsjournal. In der österreichischen Stadt Graz soll die Straßenbahnlinie 5 nach Puntigamen ausgebaut werden. Die Strecke hier ist aktuell teilweise noch eingleisig, sie soll allerdings zweigleisig ausgebaut werden, um hier eine höhere Taktfolge ermöglichen zu können. Die ersten Arbeiten haben bereits gestartet an der dazu parallel verlaufenden Straße. Ab Mitte Juli wird dann auch die Straßenbahnstrecke betroffen sein und diese wird dann vollständig gesperrt. Dann wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Strecke eingerichtet. Die Strecke soll auf einer Länge von 1370 Metern zwischen Zentralfriedhof und Triesterstraße ausgebaut werden. Die Bauarbeiten sind dann voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen. Am 31. März 2023 wurde das Metronetz von Rotterdam um 2,1 Kilometer verlängert. Hier ging die Verlängerung nach Hoek van Holland Strand in Betrieb. Die Metro endete bisher in Hoek van Holland Haven. Die Station dort wurde im gleichen Atemzug mit der Erweiterung auch umgestaltet und die Station ging am selben Eröffnungstag auch mit in Betrieb. Zur Eröffnung waren auch einige Lokalpolitiker vor Ort. In der spanischen Stadt Victoria Gassetti wurde das Straßenbahnnetz um 2,58 Kilometer erweitert. Am 11. April fand die Eröffnung der Straßenbahnstrecke bis Salbura statt. Die Bahnen konnten am Eröffnungstag kostenlos benutzt werden. Die neue Strecke zweigt von der Bestandsstrecke an der Station Florida ab. Die Strecke wird im 15-Minuten-Takt von Straßenbahnen bedient. Kommen wir zu guter Letzt noch nach Frankreich. Hier haben nämlich die Städte Besançon, Toulouse und Brest eine Gemeinschaftsbestellung über 22 neue Straßenbahnfahrzeuge bei Alstom aufgegeben. 9 dieser neuen Fahrzeuge gehen nach Toulouse, 8 nach Brest und 5 nach Besançon. Dabei dienen die Straßenbahnfahrzeuge unterschiedlichen Zwecken. In Brest zum Beispiel dienen sie der Eröffnung einer neuen Straßenbahnstrecke in einigen Jahren. In Besançon und Toulouse vor allen Dingen Kapazitätserweiterungen. Voraussichtlich ab Mitte 2025 werden die ersten Fahrzeuge nach Besançon geliefert. Und damit sind wir auch am Ende des Nahverkehrsupdates für den Monat Mai angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und schreibt mir auch gerne was in die Kommentare. Vor allen Dingen interessiert mich, ob ihr das 49-Euro-Ticket bzw. Deutschland-Ticket nutzen werdet oder ob ihr es auch vielleicht schon habt. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.